Für unsere Anreise nach Italien haben wir uns für die Nacht entschieden und so sind wir am nächsten Tag einigermaßen fit und entspannt in Rimini. Nach einem schnellen Check-in im Hotel Aria und dem ersten Inspizieren von unserem Zimmer laden wir dann aber auch gleich die Mopeds ab, um damit den Ort des eigentlichen Geschehens bzw. zur Anmeldung zu fahren. Da wir alle drei zum ersten Mal beim Transitalia-Marathon dabei sind, wissen wir auch noch nicht so ganz genau, wie es hier alles abläuft. Scheinbar sollten die Motorräder erstmal zur technischen Abnahme. Aber wo genau? Eine technische Abnahme stellt man sich, zumindest in Deutschland, recht aufwendig und eventuell auch nicht ganz unproblematisch vor. In Italien war das allerdings molto facile und null problemo. Es wurde landestypisch viel gesprochen, aber nichts gesagt. Beziehungsweise man wollte wirklich nur wissen, ob wir Flickzeug dabei haben. Nachdem das alles bestens funktioniert hat, wurden wir jetzt zur offiziellen Einschreibung ans Orga-Team verwiesen. Um dort unsere ganzen Unterlagen wie Startnummer, Roadbooks und andere wichtige Infos abzuholen. Ich fand das ja schon gut. Sehr gut. So, your number? No number. Hier, die Number steht ja hier, glaube ich. 38. 36, 37, 38. Hello. Hallo, ciao. Das ist eine Naomi, oder? No. Yes. Ja? Okay, ciao. Marco Wessendorf. Okay. Felix und Roland. You're welcome. Hi. So laufe ich jetzt mit meinem Tütchen voller aufwendiger Papier-Roadbooks durch die Gegend, obwohl ich die eigentlich gar nicht mehr brauche. So sah das bisher aus. Allerdings habe ich meinen Papier-Roadbook-Halter mittlerweile gegen eine digitale Lösung ausgetauscht. Darüber kann ich mittels Controller am Lenker die PDF-Datei während der Fahrt gut bewegen und auch die einzelnen Etappenkilometer gut ablesen und gegebenenfalls manipulieren. Aber wie bei allem im Leben gibt es auch hier natürlich Nachteile. Da kommen wir bestimmt später noch dazu. So,
So sieht ein Weltreisender aus. Sah geil aus, was du gepostet hast. Oh. Hi. Was geht schön? Hallo zusammen. Servus. Hallo Uwe. Du, der Uwe, ja, ist auch dabei. Ja. Nachdem wir jetzt aber wirklich alles Organisatorische erledigt haben, möchten wir endlich mal vor ans Meer. Sickler. Schließlich meldet sich dann aber zwischendurch auch mal der kleine Hunger. Und so machen wir uns auf die Suche nach einem leckeren Abendessen und landen in einer kleinen, netten Pizzeria. Sie laufen durch die Stadt wie die Astronauten. Krass, geil. Den Regen hätte es an sich jetzt nicht gebraucht, aber was soll man machen? Boah. Oh. Mit nagelneuen und nassen Stollenreifen war es hier teilweise ganz schön glitschig. Nächsten Morgen dann brechen wir auf zu einer kleinen Erkundungstour ins Hinterland von Rimini. Ohne wirklichen Plan, einfach mal schauen, was uns da erwartet. Nach der verregneten Nacht von gestern zeigt sich das Wetter heute zum Glück auch wieder von seiner besseren Seite. Die kleinen Straßen mit ihren schönen Kurven und Ausblicken sind echt traumhaft. Zwischendrin ist es dann mal wieder Zeit für einen kleinen Koffeinkick.
Anständig um die Kurve rum, ja, ja. Bei einem eher zufälligen Abbieger auf unseren ersten Schotterweg sehen wir dann einen imposanten Hügel oder besser gesagt eher einen Berg. Wir waren uns auch sehr schnell einig, dass wir dahin oder besser drauf wollen. Bei der Vorbeifahrt am Ortsschild oder eher der Staatsgrenze wird uns klar, dass wir jetzt in der Republik San Marino sind. Zugegeben, ich musste erstmal schnell bei Wikipedia nachlesen, um zu erfahren, dass der Zwergstaat San Marino der fünftkleinste Staat der Welt, aber auch die vermutlich älteste bestehende Republik der Welt ist. In jedem Fall ein sehr beeindruckender und geschichtlicher Ort, dem wir mit unserem Kurzbesuch eigentlich gar nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenken konnten. Back in town. Zurück an der Motorradmeile hat sich jetzt der Parkplatz mittlerweile auch sichtlich gefüllt. Für uns gerade viel zu viel Gewusel, weshalb wir uns lieber für eine schöne Erfrischung im Hotel entscheiden. So, jetzt noch ein bisschen Ordnung machen im Hotelzimmer, beziehungsweise eher die Gadgets für den morgigen Tag vorbereiten und dann geht's auch schon weiter zum Abendessen. Ringraziare tutto quanto lo staff ancora una volta, fatemi sentire l'applauso, fatemi sentire la carica!
Questo è lo spirito del Transitalia Marathon. Mi raccomando, allora noi ci vediamo domani mattina. A sera avremo la cena con tutti i piloti, con tutti i partecipanti di domani presso i Prigoni alle 8 presso. Ciao a tutti! Ciao, a domani! Ciao! Endlich ist es soweit und das Warten hat ein Ende. Bepackt mit dem Nötigsten für die nächsten 4 Tage fahren wir zur Startaufstellung. Wobei es beim Thema Gepäck für die Tagesetappen ein Begleitfahrzeug geben soll. Ein angenehm kribbelndes Gefühl voller Vorfreude und auch ein klein wenig Aufregung liegt in der Luft. Also zumindest bei mir. Hey, gib Chuck, gute Fahrt, bis nachher. Bis gleich. Hallo. Nee, der linke, der zu. Ciao, buongiorno. Okay. Gut. Zack. Grazie. 24. September. Zum einen der offizielle Start in die Stage 1 des Transitalia Marathon. Ciao, Felice. Zum anderen hat das Datum aber auch noch einen weiteren wichtigen Hintergrund. Aber seht einfach selbst. Was der anschnallt. Signori, un applauso per i due tempi! Bavaria, sì! Sei pronti? Eccoli qua, Felix Stemme, Armando Westendorf, Roland Was für ein toller Empfang und unglaublich geiler Start in den Tag. Die Stage 1 startet in Rimini und führt uns auf ca. 190 Kilometern bis nach Città di Castello. Aber jetzt ist es erstmal vorbei mit der Landkarte und dem Track, denn unsere Navigation beschränkt sich ab sofort auf das Roadbook.
Für den Vormittag war noch wechselhaftes bis teils nasses Wetter angesagt. Was wir dann leider auch ziemlich schnell zu spüren bekamen. Außerdem hat sich dann gleich noch die erste Schwachstelle von meinem Indoor-Tablet gezeigt. Also, ja, da sind Tropfen drauf, Bedienung irgendwie jetzt ist weg und hat sich gerade gedreht und ist jetzt nur noch ein schwarzes Screen. Aber die beiden Geräte von meinen Kumpels sind ja zum Glück wasserfest. Ja. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Wassendorf. Haltet mal fest. Happy Birthday to you. Keine Ahnung, ob ich zu viel an meinen Instrumenten rumgespielt habe und abgelenkt war oder einfach nur einen dummen Fahrfehler gemacht habe. Jedenfalls hat es mir das Vorderrad verrissen und bei dem Sturz ein Stein in die Mechanik von der Fußraste gedrückt. Scheiße. In Mercatello sul Metauro hat der erste Kontrollpunkt auf uns gewartet. Außerdem war es an der Zeit für ein kleines Mittagessen samt Espresso. Manch einer hat sich hier allerdings auch gleich ein Vino gegönnt. Frisch gestärkt und teilweise etwas übermotiviert schrauben wir uns so weiter durch die umbrischen Apenninen in Richtung unserem Ziel. Oh, 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 oh. Garmin steht mal wieder Kopf. Das ist mein DMD. Was bei dem Gewackel aber auch kein Wunder ist, zumal ich die Displaysperre nicht eingeschaltet hatte. Aber oft hilft da ein einfacher Gasstoß und schwupps, stimmt wieder alles.
Aua! Wo war denn die letzte Stelle, wo wir uns sicher sind? Ja, schon diese Straße rückwärts. Ich habe da irgendwie keine Abzweigung großartig gesehen. Hier hat mich ein echt dicker Brocken von meinem Vordermann an der Brust erwischt. Kaum auszudenken, was passiert, wenn so ein Ding in den offenen Helm fliegt. Can I help you? Okay. Now wait a moment. Shall we pull it out? Can I pull here? Yeah. What do I think? Yeah? Du sprichst Deutsch, oder? Ja. Ja, da reden wir Deutsch miteinander. Ich sehe dein Kennzeichen gerade. Ja, hoffentlich kommt nichts. Die Kurve. Wo sind wir denn? 37,39 geradeaus, dann okay. Fuck! Boah, Roland! Boah! Was denn? Alles gut, alles gut. Scheiße. Müssen wir uns nur rechts halten. Nicht auf den Laternenposten. 8, 9, nur wo rechts halten. Hier rechts halten. Hier 2, 7. Hier rechts halten. Gehört? Okay, ja, danke. Ja, ja. Weiß nicht, wo ihr seid. Acht und dann links, ne? Ja. Links hoch jetzt. Okay. Eigentlich unüblich, aber nicht unmöglich, dass einem auf dem Track auch mal jemand entgegenkommt. Sensor Unico, wir dürfen mal hier. Da hinten haben sie in die andere Richtung gezeigt. So. Ciao. Ja, wir sind da, wir haben es geschafft, die Mädels! Es passt das Wetter aber auch, ja? Oh, geil! Gib uns five! Nach einem wohlverdienten Stiefelbier machen wir uns dann aber schon wieder auf, um erstens unser Gepäck einzusammeln. Und dann schließlich, um unsere Unterkunft zu beziehen. Die liegt ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Ja,
Akkustand niedrig. Agriturismo. Hallo. Ich bin der Chef. Deswegen mache ich jetzt den Pleasure Hüttenwalk. Geht's hier rein? Da steckt der Wolf drin. Hier geht's in die geheime Kammer. Oh oh. Ah, weil ich heute Geburtstag habe, suche ich mir ein Bett aus. Frisch geduscht und mit gemütlichen Klamotten schwingen wir uns dann aber nochmal auf die Bikes und fahren in die City zurück. Denn dort wartet das gemeinsame Abendessen und das Briefing für den nächsten Tag auf uns. Herzlich willkommen zurück beim Transitalia Marathon Stage 2. Gegen 6.30 Uhr verlassen wir unsere Unterkunft und fahren zurück nach Città di Castello. In den kleinen Gassen rund um den Marktplatz ist es noch ziemlich ruhig. Das wird sich aber sicherlich gleich ändern, wenn hier ein paar hundert Motorräder auf ihren Start warten. Gravel Pebble erwartet auf den Start um 7.53 Uhr und gleich geht's los. Da die Checkpoint-Karte mit der Startnummer abends immer eingesammelt wird, muss man sich diese am nächsten Tag logischerweise wieder aushändigen lassen. Grazie.
Unser Roadbook führt uns heute auf ca. 270 Kilometern vorbei am Lago Trasimeno und wieder durch fantastische Landschaften bis in die Toskana nach Chianciano Terme. Kaum sind wir raus aus der Stadt, lässt der erste Schotter nicht lange auf sich warten. Gibt ja nichts anderes hier. Hier wird die Straße eher wieder zum Weg, beziehungsweise sogar zum Single Trail. Aber genau dadurch sind wir natürlich auch gleich wieder voll im Element. Teilweise haben wir es hier mit ganz schön dicken Brocken und Felsstücken im Untergrund zu tun. Aber so sind nicht nur wir, sondern mittlerweile auch unser Gabelöl auf Betriebstemperatur. Dann kommt plötzlich Besuch von hinten. Den wir natürlich gerne passieren lassen. Hashtag No Race. Und außerdem sieht man sich meistens bei der nächsten Kaffeepause oder Tankstopp sowieso gleich wieder.
hier rechts runter. Ups, und plötzlich kommt noch mehr Druck von hinten. Bei all den geilen Schotterautobahnen sollte man trotzdem auch immer daran denken, dass einem etwas entgegenkommen kann oder dass Hindernisse auf der Fahrbahn sein könnten. Oder auch mal, dass ein sehr massives Hindernis auf die Fahrbahn springen könnte. In dem Fall hat der Vierbeiner zum Glück ja nochmal seine Richtung geändert. Unser Vordermann Felix war scheinbar so im Flow, dass er uns abgehängt hat. Zumindest muss er an einer Kreuzung anders abgebogen sein als Roland und ich. Im ersten Augenblick habe ich mich schon etwas erschrocken, als der Hund auf einmal vor mir stand. Aber dann war irgendwie auch gleich klar, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Im Gegenteil. Ich hatte sogar eher das Gefühl, dass er uns helfen und wieder auf die richtige Fährte bringen möchte. Und in der Tat waren wir hiermit dann wieder auf dem richtigen Track. Und schließlich beim verlorenen Kollegen, der da oben schon ganz entspannt eine Pause gemacht hat. Wow. Aber geil hier, oder? Junge Vater. Da ist See, Mama. Wow. So ist geil, oder? Mit der Sonne, Hammer. Die Ausblicke, der See, das wunderschöne Panorama und ein kurzer, unaufmerksamer Moment haben mich leicht aus der Bahn geworfen. Aber zum Glück nicht schlimm, nur die Kiste irgendwie noch aus dem Graben holen und dann kann es gleich weitergehen. Ah.
Fantastico. 86-10 rechts weg. Kann es ein bisschen nicht ganz stimmen. Schön hier. Der Fahrer hier mit der neuen F900 GS war offensichtlich ohne Roadbook und nur mit Navigation alleine unterwegs. Wir haben ihn an mehreren Stellen immer mal wieder getroffen. Da die Kilometrierung in den Roadbooks bis maximal 100 Kilometer geht, mussten wir beim Übergang zu 0 bzw. zu den nächsten 100 Kilometern natürlich auch unsere Trittmeter wieder zurücksetzen, was wir hier gemacht haben.
Und wieder voll im Flow drehe ich nochmal beherzt am Gasgriff, um oben auf dem Hügel die zwei anderen zu treffen. Oder zumindest einen. Oh mein Gott. Die Verzögerung auf dem losen Untergrund hat einfach nicht gereicht. Vielleicht war ich aber einfach ein bisschen zu schnell. Wenn die zwei aber auch andauernd Pause machen müssen. Zum Glück war nicht allzu viel passiert, grob wieder gerade gebogen und weiter ging's. Dann Casciano war es dann mal wieder soweit, die Kontrollkarte abknipsen zu lassen und natürlich auch für einen Espresso in der Bar Centrale. Gut erholt und mit reichlich Koffein im Blut geht's jetzt nochmal so richtig zur Sache. Zumindest was das Tempo angeht. Angekommen an unserem Zielort in Chianciano Terme, das übliche Prozedere, erstmal durchs Ziel fahren und dort die Karte abgeben. So. Und mal wieder, give me five, richtig geil. Dann das abgegebene Gepäck für die kommende Nacht wieder einsammeln und einchecken im Hotel. Okay. Oh, der Pleasure wieder die geilste Unterkunft überhaupt gebucht. Admiral halt. Fahren wir erstmal hoch. Der Name Hotel Admiral klingt schon ganz vielversprechend. Allerdings hatte das Haus seine beste Zeit definitiv schon hinter sich. Wobei der Wellnessbereich ganz in Ordnung war und wir so erstmal eine Runde richtig schön relaxen.
relaxen konnten. Mit anständigem Powernap natürlich. Abendessen fand dann im Thermalpark Acqua Santa bzw. darin in dem architektonischen Juwel Salone Nervi statt. Morning and welcome back in Chianciano Terme. Aus allen möglichen Richtungen strömen die Fahrer aus ihren jeweiligen Unterkünften zusammen. Allerdings scheint es noch nicht ganz klar, wo genau oder in welche Richtung gestartet wird. Wie immer sind wir schon recht früh vor Ort, aber dennoch nicht die Ersten. Ganz langsam, aber sicher füllt sich dann nach und nach das Starterfeld. Grazie. Ciao. Grazie. Die heutige dritte Etappe führt uns auf ca. 220 Kilometern mitten durch die Toskana bis nach Follonica ans Tyrrhenische Meer. Ich bin falsch gefahren. Scheiße! Obwohl ich einen Track offen habe. Anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten am frühen Morgen habe ich dann aber doch noch den richtigen Einstieg auf die Strecke gefunden. Wir sind die Nummer 1. Thank you.
Nachdem mein Tablet bedenklich gewackelt hat, habe ich doch mal kurz angehalten. Ja, vibriert sich doch alles frei, das Teil. Sechser, ja. Der müsste sein. Der könnte es genau sein. Passt. Super. Oh, Bombe. Hier war dann tatsächlich mal die erste Polizeikontrolle, bei der auch Motorräder rausgezogen wurden. Aber zum Glück waren die Beamten schon anderweitig beschäftigt und hatten somit keine Zeit für uns. Oh, gerade aus dem Skatosfeld. Und plötzlich war er wieder da. Der erste geile Singletrack des Tages. Offensichtlich war ich für meinen Hintermann etwas zu langsam. Deswegen habe ich an der Stelle für den lieben Benedikt mal kurz Platz gemacht. Aber wir werden uns im Lauf des Tages sowieso wieder mehrfach hin und her überholen. Auf jeden Fall sind wir alle so richtig hyped und voll im Flow.
mal sauber machen. Seht ihr sonst noch was auf eurem Tisch? Und dann, quasi zur Erholung, mal wieder schöne, grob asphaltierte Kurven. Die Radfahrer hier waren etwas überrascht und semi-begeistert. Zumal sie auch noch nicht ahnen konnten, dass wir erst die staubige Vorhut sind. Mein Freund, was machst du? Achtung, von hinten. Von hinten kommt jemand, die Hälfte. Ah, da kriegen wir nämlich auch unsere Karte. Richtig. Und ein Teller leckere Antipasti. Für die kleine Bar in Sovicile waren so viele Besucher auf einmal sicherlich nicht alltäglich und daher bestimmt auch ein Highlight. Kein Wunder, dass hier alle Generationen mitgeholfen haben.
einigen doch sehr flotten Schotterkilometern wurden wir nicht nur durch unsere Roadbooks, sondern auch durch die Mitglieder vom Orga-Team freundlich darauf hingewiesen, auf dem folgenden Abschnitt wirklich langsam zu fahren. Was wir selbstverständlich auch gerne und pflichtbewusst gemacht haben, schließlich liegt es uns auch am Herzen, dass solche Veranstaltungen wie der Transitalia-Marathon weiterhin die Akzeptanz von der Bevölkerung bekommen. Vor lauter Langeweile bei der Langsamfahrt kommen uns dann halt andere Flausen in den Kopf. Nach fast 10 Kilometern 30er Zone war es dann aber auch endlich mal wieder so weit, dass wir ordentlich am Kabel ziehen konnten. Schön am Gas bleiben, Blickführung und boah, das war ein fieses Eck. Junge, I did it. Und hier kniet der Elektriker rum. Plötzlich sind wir da. In wieder einer ganz anderen Welt, auf der anderen Seite des italienischen Stiefels, an der Westküste des Tyrrhenischen Meers. Meins zeigt an 316. Sheer Arrival. Gesund und munter in Follonica angekommen. Wunderschön. Und ein bisschen hässlich. Wie immer, ankommen, durchschnaufen, Gepäck aufladen und weiter zur Unterkunft. Oh.
rein, Baby. Yeah. Dini, da geht's rein. 30 Meter. Echt jetzt, oder was? Nach einer entspannten und erfrischenden Beach-Session geht die Sonne mittlerweile schon langsam unter. Zeit für uns, den Weg zur abendlichen Veranstaltung zu suchen und auf der anderen Seite der Schienen dann auch irgendwann zu finden. Il villaggio Maresì che ci ha ospitato. Tomorrow stage is very long. It's very long, but it's the perfect stage for a big enduro. 380 km from Tyrrhenian to Adriatic Sea. Please, please, please drive safe. Was? Fahren, oder? Fahren. Wir haben uns am Vorabend ja schon schwer getan, den Veranstaltungsort zu erreichen, an dem heute übrigens auch der Start sein wird. Zu Fuß über die Schienen ging es einigermaßen, aber jetzt mit den Motorrädern wird es wohl eine andere Nummer. Aber dann haben wir da plötzlich ein Schlupfloch entdeckt. Okay. Das ist ein Quatsch, ich glaube, das ist Käse. Da kommt ein paar durch. Ja, und Roland, wie schaut's aus? Wir warten noch. Okay. Ob da ein Tor kommt oder sowas, keine Ahnung. Entweder genial oder total Schwachsinn. Lustig oder halt Schwachsinn? Lustig, ja, auf jeden Fall. Wo seid ihr lang? Links? Ah ja. Links, ja. Und dann wieder rechts, oh, rechts hoch oder was? Glaube ich ja, ist irgendwie nicht, oder? Das wäre jetzt zu einfach. Unser Glück war, dass Roland ein anderes Motorrad gesehen hat, das dort lang fährt. Offensichtlich ein Insider. Nein, oder? Das ist ja mal Spezialwissen. Top, top, thank you. Jetzt sind wir trotzdem auf der falschen Seite. Egal, jetzt sind wir drin. Wir müssen mal durchs Restaurant durch. Dann fahren wir jetzt links rum. Ja, jetzt sagt er mal links. Würde ich sagen, oder? Um wir müssen einfach nur nach vorne. Ich glaube, man kann um das Ding rumfahren. Nach etwas Rumhergeirre hatten wir es dann aber geschafft und mussten zu unserem Erstaunen feststellen, dass wir wieder mal nicht die Ersten waren. Wer fährt vor? Letzter Tag!
Da sich am Vorabend oder zumindest kurzfristig noch eine Änderung der Straßenführung ergeben hatte, welche aber logischerweise in den Roadbooks nicht mehr geändert werden konnte, hat uns ein Streckenposten darüber informiert. Scheiß Brille ist zu dunkel. Bei den ersten Metern Offroad-Fahrt im Dunkeln merken wir dann, dass es gleich doch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Die vierte und somit letzte Etappe macht der Veranstaltung und ihrem Namen alle Ehre. Es geht nämlich auf fast 400 Kilometern quer durch Italien von der Westküste zurück an die Adria. Richtig, was ich mache hier? Ich hab grad die Sonne angeglotzt. Wo sind wir bei 51, ja, 94? Richtig. Von rechts kommt der Plane. Es ist wirklich schwer, den Moment mit Worten zu beschreiben. Die Morgenstimmung hier war einfach überwältigend. Gerade noch waren wir so schön im Kurvenflow, da bremst uns das Roadbook bzw. die Abbiegung und der Streckenposten gleich wieder aus. We'll be right back.
Und hier kommt mal wieder einer von den Momenten, in denen man besser auf der rechten Seite der Fahrspur sein sollte. Zumal der Staub und die Sonne die Situation nicht gerade einfacher machen. Und bei 62,11 geht es dann so rüber, weißt du? Aber es führt aufs Gleiche hinaus. Ja, fahr einfach hin. Fast wäre mir das Loch mit dem losen Untergrund hier zum Verhängnis geworden. Spätestens jetzt und hier sind wir alle drei wieder voll im Glück. Was für ein hammergeiler Track. Links, jetzt muss schon einmal links müssen. Ah, fuck. Nein, falsch, stopp, unterer Weg. Schau doch, bei 66.03. Zwischendrin dann mal wieder ein bisschen Asphalt-Chill-Out.
der Stelle mal wieder das bekannte Tempolimit. Aber wir verstehen auch gleich warum. Hier haben wir einen kleinen technischen Check gemacht, da Rolands Kette irgendwie seltsame Geräusche von sich gegeben hat. Das konnten wir aber durch ein kurzes Schmieren schnell lösen. Selbstverständlich wollten auch wir hier gerade anhalten, um zu helfen, aber es waren wirklich schon genug andere Mitfahrer zur Stelle. Irgendwie ein unangenehmer Zaun, so mit dem Stacheldraht auf Augenhöhe. Rechts oder was? 8-1 halt. Ja. 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 Kommt ein Auto. Ach, ihr hört's. Boah. Boah. 6,79 Spitzen ist das. Ah, wir hören es fräsen. Boah, jump! Grazie. So mehr? Ja, guck mal, bei mir ist es bis hier. Ja, ja. Brauchst du mehr? Brauchst du mehr als das? Hier konnten wir jetzt doch mal helfen. Zumindest mit ein bisschen Druckluft. So, nach dem ganzen Stadtverkehr wird es jetzt aber mal wieder höchste Zeit, dass sich der Bodenbelag ändert. Feuer frei und let's gravel!
genau war das jetzt nochmal mit der rechten Fahrspur? An der Sendestation auf dem Monte Lupo gab es dann den vorletzten Checkpoint-Knipser. Ja, geil, einfach mal ins Weiß fahren. Scheißegal, was da kommt. Wirklich. Wenn da vorne einer ist, kann es ja nur schlimm nicht sein. Semaforo. Semaforo, ja. Semaforo, du Rexpio. Halt dein Gott. Mal, war doch hier beim ersten Mal. Nee, hier waren wir noch nicht. Sieht zwar so aus. Ah, doch, doch, natürlich waren wir hier. Klar. Ja, scheiße. Ah, um die Ecke, echt. Übrigens Respekt an die beiden. Die haben sich zu zweit an vielen Passagen wacker geschlagen und hatten teilweise echt Mühe, dran zu bleiben. Angekommen in San Savino war ein weiterer Checkpoint bzw. eher ein Ziel kurz vor dem eigentlichen Endziel in Regione aufgebaut. Wir wurden hier ganz herzlich empfangen und es gab für uns leckere Snacks, Getränke und Espresso. Außerdem wurde die Karte bei den freundlichen Damen hier nicht einfach nur abgeknipst. Ciao!
Das kennen wir ja schon. Was sind wir denn jetzt hier? Same, same, but different. Arrivato a destinazione. Über 1000 Kilometer, vier fantastische Fahrtage und tolle Erlebnisse liegen hinter uns. Jetzt sind wirklich fertig. Ja. Natürlich war es einerseits ein tolles Gefühl, angekommen zu sein. Gleichzeitig kam aber auch etwas Wehmut auf, dass jetzt plötzlich alles vorbei sein soll. So musste jeder von uns erstmal kurz mit der neuen Situation klarkommen. Aber wir haben ja zum Glück noch das gemeinsame Abendessen im Fronte Mare. Perché questo, this is the best moment of this song.
Where George Michael is at the same, he's the same. That is way we